Ja, herzlich willkommen zur Rundenstunde mit dem Weg des Samurai, dritter Teil. Und mal ganz kurz gucken bei den Optionen, die Musik mache ich ein bisschen leiser da oben. Und weiß ich nicht, Soundeffekte, Sprache können wir ja ruhig laut lassen, dass wir da ein bisschen was hören. Ja, Deutsch ist als Sprache eingestellt. Das ganze Ding gibt es dann auch noch in so einer Collector's Edition. Da kann man dann irgendwo dementsprechend im Laufe des Spiels irgendwie noch mehr verschiedene Klamotten und Waffen und so weiter irgendwie freischalten. Dann kriegt man, glaube ich, auch noch ein bisschen Musik irgendwie extra dazu oder irgendeinen Artbook oder irgendwie so war das. Und das Ding taucht da auch immer wieder auf in einem günstigeren Verkauf und kostet so gesehen wirklich nicht mehr die Welt, wenn man das bei so einem Sale erwischt. So. Bei der Kamera weiß ich gar nicht, was man da dann. Schwenkgeschwindigkeit, ja, lassen wir alles mal so, wie es ist. Anzeige, Untertitel haben wir ein, das ist klar, sonst verstehe ich hier nämlich wieder gar nichts. Wobei, Auflösung könnte ich mal meine Bildschirmauflösung wählen, die ich sonst habe. Das ist das hier. Und das sollte die Kiste ja wohl schaffen. Wollen wir das beibehalten? Ja. Okay, dann gucken wir mal, was uns da irgendwo erwartet. Ich glaube, man muss jetzt nicht wissen, was in diesen ersten beiden Spielen passiert ist. Wüsste ich jedenfalls nicht. Und dann sagen wir einfach mal ein neues Spiel. Ich hatte das irgendwann mal angefangen, aber nur ganz kurz. Und dachte mir so, lasst uns das mal gemeinsam erleben. Ich habe da, glaube ich, mal 10 Minuten gespielt oder so. Und dann fangen wir jetzt einfach mal zusammen an und gucken, was hier so auf einen zukommt. So, also Start. Samurai-Punkte habe ich keine. Lebensenergie 300. Ich bin ein Namenloser. Okay. Es ist Schwierigkeit irgendwie gar nicht. Ich weiß nicht, ob man das einstellen kann. Was gibt es denn bei Sprachausgabe? Englisch, Japanisch. Oh, also wer also Lust hat, der kann das auch gerne auf Japanisch spielen. Dessen bin ich nicht mächtig. Ne? Bei Einstellungen kriegen wir das nochmal. Rekorde, was gibt es denn da? Gesamte Samurai-Punkte, Titel, Schwerter, alles, was man da so wahrscheinlich freischalten kann. Abspenne, das heißt also hier, liebe Leute, es gibt, könnt ihr mal gucken, 1, 2, 3, 4, 8. Die geben also 28 verschiedene Abspenne, wie sie das so schön nennen, an. Ja, also eine Menge zu tun, wenn man da Lust hat. Anscheinend kann man das doch öfter spielen. Schwierigkeitsgrad. Ich mache jetzt mal einfach, damit ich mich hier nicht blamiere, was auch immer da oder wo auch immer der Unterschied ist. Ich weiß es nicht. So, Namenloser. Geben wir erstmal einen Namen ein. Das mache ich jetzt mal eben kurz über die Tastatur, wenn sich das ermöglichen lässt. Mal gucken. Ne, muss ich anscheinend. Warum er das jetzt hier nicht zurücksetzt, ist mir nicht ganz klar. Warum ich damit nicht zurück kann auf der Tastatur. Aber was passiert, wenn ich... Aha. Das geht also nicht. Da unten muss ich dann tatsächlich Y, die Backspace-Taste nehmen, weil ich den Controller benutzt habe. Und dann kann ich mir hier Groß- und Kleinbuchstaben noch aussuchen. Nein, ist auch eigentlich wurscht. Ist ja Jacke wie Hose hier. So, wo haben sie denn hier das Y versteckt? Oh Gott, da haben wir noch so mit Akzent, so ein paar Buchstaben für die Französisch Sprechenden vielleicht. Ich bin zu blind, da ist das Y. So, dann müsste ich ja eigentlich fertig sein, ne? Willst du den, ja? Ach nö, warum hat er denn jetzt den Namen nicht genommen? Das kann es doch nicht sein, oder? Habe ich irgendwas zu dusselig gerade gemacht? Aber wenn es so weitergeht, weiß ich gleich, wo die Buchstaben sind. Wo kann ich das denn? Ist das hier unten das vielleicht bestätigen? Nee, das ist die Space-Taste. Großbuchstaben, Kleinbuchstaben konnte ich auch mit linke Taste, rechte Taste machen. Aber wo, bitteschön, warum kann ich jetzt linken? Da muss ich wahrscheinlich auf fertig gehen hier drüben. Mal ganz kurz gucken, ich gehe da mal rüber, so zack, fertig. Ja. Okay, jetzt heiße ich tatsächlich so. Aussehen, was kann ich denn da verändern? Oh, je. Kopf 3, mehr habe ich anscheinend noch nicht freigeschaltet. Ich finde den Kopf 1 aber ganz in Ordnung. Kleidung,
Wie sieht das denn? Eieiei. Nehmen wir mal das ganz abgewrackte hier. Das da vielleicht. Wie sieht denn dann aus? Ja, das sieht doch so aus, als könnte ich da irgendwie als armer Kerl irgendwie, ja, starten. Sieht doch ganz hübsch aus. So, was kann ich bei Waffen noch? Getragene Waffen. Scheint irgendwie mein Schwert zu sein. Schwertschrank, habe ich nichts drin, ist klar. Gegenstände gibt es auch keine. Gegenstandskiste, was sagt mir das? Aha, da kann ich Sachen anscheinend später verschieben und wegwerfen. Teile. Heißt das jetzt Teile wie Teilen oder Teile wie Einzelteile, aus denen ich was bauen kann? Ich vermute eher das zweitere Zubehör. Klar, ist alles leer und meine Ersparnisse sind 0 Yen. So, dann würde ich doch sagen, ich starte. Ach Mann, jetzt hat er das alles verworfen, weil ich gesagt habe, okay, Moment. So, jetzt bin ich wieder da, da unten Spiel starten hätte ich machen müssen. Hätte ich vielleicht doch einfach vorher mal auch lesen sollen. Dann gucken wir mal, was da kommt. Oh, ich höre schon wieder Schlachtgeräusche. The powers of old have lost and lie dead. A simple servant has risen to become a general. War breeds war. Fields are rampaged and hearts are in confusion. The world is at war with no end in sight. And notorious warlords battle to rule the world, including Owari's Nobunaga Oda. Here in Amana, the honor of the former Sakurai clan is now but a dream. And Shuzen Fujimori, a mastermind of chaos, who came to power by supplanting his lord, vies to become its ruler. Shuzen's sole desire is for a stronger, more powerful Amana. However, in his drive to accomplish his goals, the people of Amana struggle to survive. For in Amana, war is incessant. In fact, one battle has just ended. But the only souls to cast off the woes of war are those that lie dead, heaped on the ground. To those that wander the battlefield, is hell our world or the one beyond? No one knows for sure. Aha, da sind wir wohl. Ja, Klamotten sehen tatsächlich so aus, wie wir es eingestellt haben. Ich habe schon fast überlegt, ob man diese Sprecherstimme da ausstellen sollte. Und ich lese das einfach mal vor. LB, was mache ich denn da? Someone's alive. They actually survived. Who is it? Muss ich nicht machen. LB, nee. Hey, who are you? Are you okay? Na, ist interessant. Da gibt's keine Untertitel dann. Obwohl das ja eigentlich eingestellt war. Ja, wer bin ich denn? Also es ging mir schon mal besser. Ja, das glaube ich. Ich kann den Fluss der Unterwelt sehen. Lasst mich allein. So, mal gucken. Probiere ich das da auszuwählen, aber das macht er mit dem Controller gerade nicht. Klicke ich da mal irgendwie mit dem Cursor. Auch das will er gerade nicht. Jetzt weiß ich nicht, wo seine Macke ist hier in dem Ding. Ups, jetzt habe ich das Schwert gezogen, ich Depp. Okay, weg damit. Ein gewöhnliches Schwert. Das da unten scheinen meine Lebenspunkte zu sein. 300 von 1000. Was kann ich hier tun? Jetzt bewegt er sich irgendwie von alleine. Mal sehen, ob die Controllersteuerung hier überhaupt so funktioniert. Wie sie soll. Die Kamera ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Da stellt er sich immer irgendwie so ein, dass er gar nicht hinter mir bleibt, wenn ich jetzt so stehen bleibe. Ich mache einmal... Ja, gucken... Was mache ich mit diesem Schlachtfeld? Puh.
Puh, gute Frage. Ist das Schwert da besser? Weiß ich ja nicht. Wie gut ist meins denn? Das hat Angriff, wie viele Fähigkeiten? Ach, das sind Fähigkeiten von mir. So. Ich hätte jetzt gerne mal gewusst, wie viel Schaden macht denn das Ding hier? Oben tragen, unten tragen, ablegen, werfen kann ich das Ding sogar, guck an. Ich würde jetzt einfach mal das so lassen, wie es ist. Ich habe keine Ahnung, ob diese Waffe da gerade besser ist. Was passiert? Vielleicht kann ich das. Habe ich das einfach eingesackt und gar nicht ausgetauscht? Okay. Ja. Ui, da kann ich runterhüpfen. Okay, das scheint irgendwie eine Hütte mit einer Karte zu sein. Gucken wir mal. Nee, ein Spiel wohl. Was ist das da? Ein Speer. Nehmen wir den auch mal mit. Also unser Inventar scheint groß zu sein. Wir können da einsacken, was wir wollen. So, hier waren wir ja schon. Oh, da steht einer. Eine Karte wäre nicht schlecht, ne? Ich kann ja mal gucken, was passiert, wenn ich hier drauf klickse. Aha, da unten scheint man Waffen zu wechseln oder sowas. Okay. Und wieder weg damit. Das ist das Schlachtfeld, das habe ich gesehen. Und ich nehme an, da wo der Typ steht, da kann ich das Schlachtfeld verlassen. Scheint alles sehr abgeschlossen zu sein. Dann gehen wir doch mal zu dem hin und quasseln mit dem, mal sehen, wie das aussieht. Aber ich mache das noch so ein bisschen irre. Ich glaube, das Ding hier ist invertiert. Das ist dann der Kameraschwenk und ich würde eigentlich. Da muss ich mal kurz bei den Optionen gucken. Das mag ich nämlich nicht so sehr. Horizontal, vertikal. So, Auswahl ändern. Ich hätte das gerne invertiert. Sage ich mal weiterspielen und mal gucken, ob er das macht, ob das besser ist. Ja, so finde ich das angenehmer. So kann ich ja besser. Kann ich mich besser orientieren. So, was ist das denn hier? LT, und das ist wahrscheinlich mein Chef. Ja und? Jetzt habe ich mich verbeugt. Was hat's gebracht? Der Typ ist weg. Angriff 4. Das andere Ding da vorhin hatte Angriff 11, ne? Hier kann ich hier niemanden ausplündern, was ist hier überhaupt los? Ich könnte mir unter Tastenbelegung ja mal angucken, wo man hier eine Karte findet, ob es die überhaupt gibt in dem Spiel. Es wäre ja sehr hilfreich. Schauen wir da mal eben nach. Ach, Blut. Habe ich einen. Kann man also auch ausstellen. Aber deshalb wird es wahrscheinlich nicht sein. Zielfixierung. Aber hier steht Untertitel aus. Jetzt machen wir es mal ein. Ich habe das doch eingestellt. Zielfixierung. Mach ich mal an, mal gucken, was sie damit meinen. Beziehungsweise wie die funktionieren soll. So, jetzt interessiert mich aber trotzdem Karte. Aha, ich muss immer hier hin, um eine Karte aufzurufen. Kann das gar nicht direkt machen. So, Gebietskarte. Was sagt mir das denn? Einfach meine momentane Position und die anderen Sachen. Hier ist der Fluss, wo ich lang gelaufen bin. Jetzt kann man hier oben anscheinend, wenn ich da hochgehe, über so eine Brücke laufen. Oder geradeaus, wo ich gerade bin. Dann gehe ich doch mal geradeaus, wo ich gerade bin. Und gucke, wo mich das hin verschlägt. Ortswechsel nach Schloss Amana. Okay. Und wo käme ich hin, wenn ich über diese Brücke renne? Wenigstens hat der Dauerlauf, das ist schon mal gut. Das muss ja hier irgendwo jetzt gewesen sein, ne? Dieser Weg über die Brücke. Und schon Regen verhangen, der Spaß hier.
Jetzt teilt sich das? Wieso das denn? Das war doch auf der Karte gar nicht so zu sehen, oder? Gebietskarte aus, gibt doch eine Weltkarte. Amana! Was haben wir denn hier? Bewachtes Tor. Das sind vier. Schloss Amana ist das oben, da hätte man hingehen können. Und das andere wäre jetzt Schloss Minori. Zu wem gehöre ich denn? Gucken wir uns zumindest mal an, was oben noch in diesem, in der kleinen Ecke liegt. Hui. Was ist das? Ein Dungeon? Nein. Eine Mini-Pagode oder sowas. Ein Holzschrank von Ikea. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Und dann wäre das hier ja wahrscheinlich über die Brücke der andere Gebietswechsel. Jetzt ist natürlich die Frage, habe ich überhaupt habe ich einen Auftrag in der Form? Habe ich jetzt ja nicht aufgepasst. Ortswechsel nach Schloss Minori. Zu wem gehöre ich? Gibt es irgendwie eine Quest? Gegenstände einstellen, Spiel beenden. Status. Zu wem gehöre ich denn? Auftragsstatus. Ich habe keinen Auftrag. Und Ereignisse? Gibt es keins. Was soll ich mich, wozu soll ich mich denn jetzt entscheiden, wenn ich mir die Karte angucke? Bei der Weltkarte würde ich das sagen, ich gehe erstmal nach oben und kann von da aus dann irgendwie alles. Und Schloss Minori gehe ich noch nicht hin. Ich gehe mal zum Schloss Amana. So, damit das hier jetzt nicht so langweilig wird und ihr euch das ganze Gerenne ansehen müsst, mache ich hier kurz einen Schnitt. So, jetzt bin ich mal zurückgelaufen. Ich habe auch irgendwo gesehen, beziehungsweise mal ausprobiert. Man kann also tatsächlich nicht irgendwo vom Weg abweichen oder von den vorgegebenen Flächen. Also das ist hier nichts, das ist keine offene Welt. Das ist alles, da kommt die unsichtbare Mauer, wie man sie kennt. Ich habe auch ein anderes Schwert angelegt, weil da stand dann halt hinterher hier bei getragenen Waffen. Dieses hier habe ich mal angelegt. Das sieht man ja an diesen gekreuzten silbernen Schwertchen, die da oben links in der Ecke sind. Weil der Angriff 11 steht und bei den anderen irgendwie da steht 0. Und dann dachte ich so, naja, 11 ist vielleicht besser. Mir ist aber noch nicht so ganz klar, warum und wieso und was das eigentlich soll. Jetzt kann man hier so Schwertinfo machen. Den linken Button. Den können wir mal machen. So. Ja, weiß ich nicht. Da werden meine Kills mit dem Schwert gezählt. Was untere Haltung heißen soll. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Klingenhaltung ist oder ob damit irgendwo. Keine Ahnung. Müsste man mal ausprobieren. Ich muss mal kurz gucken. Wenn ich das Schwert jetzt. Okay, der hält das nach unten. Alles klar. Jetzt mache ich mal das andere. Das hatte irgendwie obere Haltung. Dies hier. Das rüste ich mal aus. Oder Basishaltung steht da. Mal gucken, ob der das anders hält. Ja, tatsächlich. Also es bezieht sich auf die Schwerthaltung. Jetzt weiß ich nicht. Der macht aber ähnliche Angriffe. Ja. Scheint doch noch leicht unterschiedliche Angriffe dann zu machen, weil das eine macht das, diesen Rundumschlag macht das andere nicht. So, jetzt steht hier, gewöhnliches Schwert hat irgendwie drei so weiße Balken gehabt, aber ich rüste das hier jetzt mal wieder aus. Und der hat nur zwei Balken da unten, zwei weiße. Warum das so ist, vielleicht hat es was mit der Haltbarkeit zu tun oder so, ich weiß es nicht, das wird sich zeigen. Ich nehme jetzt mal den hier. So, Ortswechsel nach Schloss so und so. Jetzt, man sieht schon, ich, wenn ich jetzt nicht A klicke, dann renne ich hier die ganze Zeit vor der Wand. Dann gucken wir mal, was uns da erwartet. Schauen wir doch mal. Oha. In einem Ort anscheinend oder doch tatsächlich schon in diesem Schloss. Warum läuft jetzt da oben ein Timer? 8, 12, 8. Wofür ist der gut? Hätte ich mir vielleicht mal durchlesen sollen. So eine Art Bedienungsanleitung zu diesem Spiel. Aber warum auch? Ja, man kennt das ja. Wer Bedienungsanleitungen liest, der verliert, hieß es mal. Und was sagt mir denn hier die Gebietskarte? Wie sieht das denn aus? Okay, ich bin. Hör mal auf, hier unten.
Das da über die Brücke rüber mit dem Ausrufezeichen sieht aus wie ein Event, okay, vielleicht irgendwie auch so eine Art Auftrag. Und Schlüsselpersonen sind diese Typis da oben. Und hier nach unten, wenn ich da so lange renne, dann geht gar nichts, ne? Oder wie habe ich das gesehen? Außenrum kann ich auch doof rumrennen, passiert auch nichts. Wahrscheinlich müsste hier jetzt eine Mauer kommen, oder? Oh, dann gehe ich zur Stadt Umiki. Gott, das muss man erstmal alles wissen. Warum zeigen sie mir dann eigentlich bei der Karte nicht an, dass man da dann irgendwie hier unten einen Ortswechsel hätte? Das wäre ja mal ganz schön. Das heißt, oh, jetzt sehe ich hier oben, da ist Umiki. Und diese ganzen Ausrufezeichen zeigen mir plötzlich Events an. Nö, rennen wir jetzt erstmal ins Schloss, ne? Gucken wir mal, was hier so geht. Und warum läuft immer noch dieser Timer? Event heißt, ich verprügel die drei? Oder ist das mein Event? Können wir mal gucken. Empfangschef. Wie rede ich denn mit dem? Das Haus Fujimori rekrutiert fähige Männer, um sich für anstehende Schlachten vorzubereiten. Kann man das runterscrollen? Nee. Kannst du dich als einer dieser Männer würdig erweisen? Traust du dir das zu? Warum kann ich jetzt hier eigentlich nichts anwählen? Das ist etwas, was mich irritiert. Ich kann hier unten angeblich mit dem Steuerkreuz irgendwas anwählen, aber das macht mein Steuerkreuz nicht. Wenn ich da drauf drücke. Wo ist ein unbekanntes Gesicht? Du siehst verdächtig aus, ist klar. Vielleicht muss ich jetzt 1, 2, 3 angeben. Och Mann, Leute. Also das schnalle ich nicht. Vielleicht 3. Damit kann ich auch nichts machen. Man kann also nichts anwählen. Irgendwas haut da nicht hin. Ich finde das mal raus und dann klinke ich mich hier wieder ein. So, jetzt habe ich hier so ein bisschen rumgetrickst und habe einfach, weil der mein Steuerkreuz nicht nehmen will, bei dem Controller, keine Ahnung warum, ich habe auch ein zweites Mal ausprobiert, da ging es auch nicht, habe ich dann einfach gesagt, okay, dann weise ich dem Ganzen auch noch Tasten auf dem Keyboard zu. Und jetzt kann ich dann im Grunde genommen das hier anwählen, indem ich auf meine Pfeiltasten drücke und ich sage so, ja klar, ich zeige euch mal, was ein echter Samurai ist. Noch herrscht Krieg. Inzwischen habe ich dann auch irgendwie mal rausgekriegt, also diese ganzen verschiedenen Enden, 22 Stück oder sowas sind es, die kommen dadurch zustande, dass man sich den verschiedenen Fraktionen anschließt. Es sind so 8 Stück, die man hier auf dieser Karte dann eben, wie gesagt, sieht, hinterher bei der Weltkarte. Oder beziehungsweise es gibt insgesamt 8 verschiedene mit irgendwelchen komischen Herrschern, die alles beherrschen wollen und die dann, was weiß ich, auch irgendwie so Verbrecher und all so ein Zeugs. Und so kommt das dann hinter zustande und je nachdem, wie man für wen Aufträge erledigt und, hat man am Ende dann so und so viel Samurai-Punkte und dann irgendwo auch einen Titel. Was also heißt, nochmal spielen ist sicherlich drin, locker. Und man kann auch hinterher auf dieser Karte Schnellreisen machen und muss nicht immer alles ablaufen. So, mal gucken. Noch Herr Strich, was er hier sagt. Jetzt will er gucken, ob ich talentiert genug bin. Na dann. Ich denke, jetzt kommt es zum kleinen Kampf. Ja, das Spiel selber ist von 2011. Gab es für die PlayStation, Xbox und eben auch für den PC. Und naja gut, von der Grafik ist das jetzt hier nicht mehr so prall, aber das ist ja eigentlich auch wurscht, ob das macht ein bisschen Spaß. Ui, der Hühne, der sieht ja doll aus. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, was für eine Fraktion das hier ist, ob die nett sind oder nicht. Aber ist auch wurscht. Okay, eine Prüfung. Juhu. Nur wahre Samurai. Naja. Sind wir das denn? Klar. Bin ich doch. Hoffentlich habe ich die Lebenspunkte wieder voll.
well. Show me everything you've got. Das ist der Typ, den wir auf dem Schlachtfeld getroffen haben, ne? I will judge you with my own eyes. Now, fight! Hier für eine Waffe, kaputte Schwert, so wie das aussieht. Jetzt sollte ich das mal tauschen. Da ist kaputt. Kann sich in diesem Moment nicht mit einer Waffe ausrüsten? Kacke. Muss ich also im aufhebe hier. Da. Nee, das da. Kann ich das nicht aufheben? Warum nicht? Wieso kann ich das nicht aufheben? Ich will ein Schwert aufheben. Mist. Jetzt habe ich eine kaputte Waffe und deshalb verkacke ich hier oder was? Ende. Aha. Baby. Samurai Punkte 0. Oh Gott. Was soll ich denn dazu sagen? Ich sage ja, was dann? Kann ich das nochmal machen? Speicherort Game Over. Nee, will ich ja nicht. Was ist denn, wenn ich das jetzt speichere und sage einfach mal, mal gucken, was dann passiert. Wenn ich hier sage, zurück. Hä, ich habe den noch gerade gespeichert. Möchten Sie den Inhalt wirklich überschreiben? Ja. Nicht gespeicherte Daten. Fortfahren, ja. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt hier. Ich dachte oder so, ich habe hier eine total tolle Story vor mir. Jetzt muss ich eine Taste drücken und wie geht's weiter? Wenn ich sage, Spiel weiterspielen, was dann? Kann ich jetzt sagen, Start, Schwierigkeitsgrad einfach? Was ist denn der Typ wieder? Ist das wieder der gleiche? Ich bin völlig irritiert. Ich hoffe nicht, dass ich wieder auf dem Schlachtfeld anfange. Das ist voll. Das wäre ja doof. Ach nö. Das würde ich ja jetzt gerne mal abbrechen. Mal gucken, ob das geht. Nein, kann man nicht. Gut, müssen wir uns nicht nochmal ansehen. So, also durfte ich mir die ganze Anfangssequenz wieder angucken. Jetzt habe ich aber mit diesen beiden Typen geredet, was ich vorher nicht gemacht habe. Und habe gesagt, hey, mir ging schon mal besser. Da bin ich umgekippt. Und jetzt bringen die mich in ein Dorf. Was also heißt, an der Stelle läuft das Spiel plötzlich ganz anders. Nur weil ich die nicht verjagt habe. Wobei mich das abrupte Ende vorhin doch irgendwie ein bisschen irritiert hat, muss ich zugeben. Was kann ich denn jetzt hier machen? Irgendwie lustig heiraten oder so und mir eine Hütte bauen? Ach, man sieht, ich habe wieder 1000 Lebenspunkte. Und nicht nur die 300, die ich wahrscheinlich vorher hatte und wo ich dann so umgekippt bin. Jetzt muss ich mal gucken, welche Waffe habe ich denn? Ich habe ja nichts aufgesammelt. Ah, das ist... Ach, okay. Fällt was auf. Das heißt also, das kaputte Ding, was ich vorhin hatte und eigentlich getragen habe, ist immer noch da. Okay. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Habe ich...
irgendwas bei Gegenständen oder sonstiges? Welche Karte, wo bin ich denn jetzt? Bin ich in irgendeinem Dorf? Wo befinde ich mich denn? Momentane Position zeigt er mir gar nicht an. Bin in irgendeinem Dorf. Okay. Dorf Takatane. Das ist das da unten mit der grünen Fahne in der Ecke. Okay. Bin ich also ganz woanders gelandet. Nur mal ganz kurz bei den... Ja, schauen wir mal. Jetzt müsste ich ja eigentlich ein anderes Schwert haben. Das gewöhnliche. Jetzt kann ich mich hier mal umgucken und ein bisschen mit den Leuten quasseln, ne? Ja, so ganz nett. So, hier muss es doch auch ein Event wieder geben, was ich vorhin gesehen habe. Welches Event wäre das denn? Wo war denn das? Achso, ich habe inzwischen die Karte mit einer Schnelltaste belegt. Wenn das klappt. Nee, mache ich dann mal so. Gehe ich jetzt mal in Einstellungen und sage jetzt mal hier Auswahl, Steuerung, da habe ich vorhin was. Ach nee, das war's nicht. Hier habe ich Tastatur bearbeiten. Jetzt könnte ich mal die Schnellkarte, die nimmt er anscheinend auch nicht. Da, Kartenabkürzung. Dann drücke ich jetzt mal M. Und sage jetzt einfach mal M. Mal gucken, ob er das mit der Tastatur dann für mich macht. Gucken wir mal. Nein, macht er nicht. Macht er nicht, will er nicht, hat er nicht. Keine Ahnung. Tja, was mache ich denn jetzt? Werfe ich mich zu Boden? This isn't a battlefield. Das weiß ich selber, dass das... You cannot go around spilling blood here. Do you understand what I am saying? I could have left you for dead lying on the battlefield in Kuchihagahara. But I didn't. I brought you here. If you are truly thankful, you shall refrain from fighting or causing trouble in this village. Ich will das Dorf doch in gar nichts reinziehen. Mensch, Kerl. Schade, das mit der Karte. Schnelltaste wäre gut gewesen. So, da war eine Schlüsselperson. Dann ist die rechts neben mir auch noch. Und wenn ich da weitergehe, komme ich zu den Events. Und einen Shop gibt's hier. Auftrag. Und was hat da gestanden? Zuhause. Ich habe ein Zuhause. Hey, gucken wir uns auch alles mal an, was man da so machen kann. Was ist das hier? Hallo? Die Opfer des Krieges sind immer wir, obwohl wir ein ruhiges Leben führen. Wir wollen dann nicht mehr mit hineingezogen werden. Krieg und Samurai, die sie führen. Das alles? Deshalb ist sie eine Schlüsselperson? Mehr sagt die nicht. Komisch. Bisschen mager für eine Schlüsselperson. Was sie so sagt. Okay, hier sollte es ja irgendwie runtergehen. Quer durch den Garten. Nee, jetzt nicht. Ich und die Karte wahrscheinlich. Ist das da vorne links? Boah, hier sieht es doch so aus, als würde man hinter den beiden die Treppe runtergehen können. Täusche ich mich da. Jetzt renne ich hier einmal querbeet. Um zu gucken, wo ich hier denn wegkomme. Leiter kann man auch nicht hochgehen. Eigentlich kann man hier gar nichts gerade machen. Wie komme ich denn hier raus? Wie bin ich denn bescheuert? Ach da. Ach, ich bin. Ja. Die Frage lässt sich jetzt mit Ja beantworten. Bin ich. So. Ich hätte gerne so eine kleine Karte oben in der Ecke oder unten links oder sonst wie. Das heißt, hier gehe ich runter die nächsten Treppen und gucke mir unten den Laden an, aber ich habe kein Geld. Auch gut. Schauen wir mal. Ja, hier konnte ich nicht vorbeigehen. Die zwei Typen da unten, die da jetzt so liegen, die pöbelten diese Frau an. Und die sagt dann hinterher so, jetzt gibt sie mir die wichtigsten Informationen für das Spielen von Way of the Samurai. Mal gucken. Wenn du etwas nicht verstehst, lass es mich wissen und ich erkläre es dir. Schön, dich kennenzulernen. Okay.
Ist das nicht der Name eines Samurai? Ein schöner Name. Und jetzt. Gut, was heißt denn dann? Wie kann ich dir helfen? Ich würde gerne etwas erklärt bekommen. Wollen wir mal gucken, was dann passiert. Es wäre mir ein Vergnügen. Worum geht es? Die Grundsteuerung. Schauen wir mal, ich bin ein Anfänger. Mal gucken, was er dann sagt. Na, was bist du doch für ein ehrlicher Mann? Das ist schön. Ich glaube, Ehrlichkeit ist eine wundervolle Tugend. So, zum Beispiel, was soll ich tun? Obwohl es viele Dinge in Way of the Samurai 3 zu tun gibt, bin ich mir sicher, dass das alles für einen Anfänger ziemlich verwirrend ist. In Gishu Amana befinden sich zwei Streitkräfte im Krieg. Das Fujimori-Heer, angeführt von dem derzeitigen Kriegsherrn, und die Uka-Banditen, die versuchen, den ehemaligen Herrscher Amanas, das Haus der Sakurai, wieder aufzubauen. Okay, währenddessen leidet das Dorf Takatane, in dem ich mich ja gerade befinde, unter den Steuern, die ihm vom Fujimori her auferlegt wurden. Du solltest dich zuerst einem Ziel verpflichten. Du könntest zum Beispiel die armen Dorfbewohner retten. Ja. Oder in diesem Heer dienen. Ja. Oder dich den Banditen anschließen und wild leben. Du hast die Wahl. Du kannst dir alle drei Seiten anhören und dich dann entscheiden, welche du dich anschließt. Aber weißt du was? Du kannst dich auch für keine der Seiten entscheiden. Aha. Puh. Das ganze Gerede macht mich ziemlich müde. Egal. Sie wird mir ihr Bestes geben. Alles klar. Jetzt hätte ich aber gerne mal gewusst, wo ich denn leben soll. So. Wenn ich dann sage, ich bin ein Anfänger wieder und dann war doch dieser andere Punkt. Schade, dass man das nicht so... Wo soll ich leben? Und ich möchte speichern, das will ich gleich auch noch wissen. Am Rande von Takatane steht ein leeres Haus. Ah, das haben wir vorhin auf der Karte gesehen. Das wäre ein schönes Plätzchen für dich. Ich glaube, Monichika, wie auch immer das ist, hätte nichts dagegen. Wenn du das Haus nicht finden kannst, ruf einfach einen Kartenbildschirm. Okay, du kannst den Waffenschrank, das Bett und die Abstellkammer nutzen. Das gucken wir uns gleich mal an. Wäre das Haus perfekt? Ich glaube, dass wenn du verletzt bist oder in Schwierigkeiten bist, ist es wichtig, nach Hause zu gehen und entspannen zu können. Ich nehme an, da regeneriere ich dein Leben. Das ganze Gerede macht mich ziemlich müde. So, Entschuldigung, jetzt muss ich aber trotzdem noch mal ganz kurz gucken, wie ich denn speichern kann, ob da irgendwo was Bestimmtes steht. So. Gucken. Ich möchte speichern. Du kannst deine Daten bei den alten Biwa-Spielmännern speichern, die du überall in Amana findest. Aber was auch immer du tust, töte sie bloß nicht. Wenn es keine Biwa-Spielmänner mehr in Amana gibt, kannst du auch nicht mehr speichern. Okay. Mega. Dann gehen wir mal runter und gucken uns diese Hütte an. Jetzt frage ich mich, ob sich das lohnt, diese Schwerter mitzunehmen, um sie zu verkaufen. Aber denke mal, lass das erstmal mal sehen. So, dann hatten wir hier. Oh je, die sieht aber alt aus. Die geht ja so gebückt. Mal sehen. Die Karte. Sagt nichts, aber da unten ist dann der Laden, wenn ich die Treppe runtergehe. Und was passiert dann, wenn ich mit dem Dorfbewohnern rede? Domoto, warum lungerst du hier rum, du arbeitsloser Landstreicher? Ich bin der Falsche. Liebe ist nicht etwas, das man sich nimmt. Es ist etwas, das man gibt. Was auch immer wieder erzählt. Wer ist die? Puh. Du magst meine Art zu reden nicht? Das tut mir leid. Aber ich kenne es nicht anders. Hier kümmert es niemanden, wie man redet. Oh Gott, die sagt doch nichts. Na gut. Okay, eine Treppe runter. Laden angucken. Wer ist das denn hier? Bin ich in irgendeiner Art und Weise einschüchternd? Männer kommen nie zu mir. So, so. Okay, nächstes Problem. Das hier sieht aus wie der Laden. Hey. Warum kann ich denn... Ach doch. Willkommen! Na denn? Ah, was könnte ich denn verkaufen? Kaufen? Ich habe 0 Yen. Aufgeschnittener Fisch, denn das muss man sagen, okay. Halt 300, 100, 50. Ach je. War alles so teuer. Was mache ich denn damit?
Was kommt denn bei Verkaufen? Mein gewöhnliches Schwert? Das ist der kaputte Griff wahrscheinlich. Manchmal was anderes. Jetzt gehe ich mal hoch und hole mir die Schwerter von den zwei Dippen und gucke mal, ob ich so Geld kriege. Mal ausprobieren und dann muss ich nämlich alles mitnehmen in dem Spielchen. Zweimal stumpfes Schwert. Das kann er nicht mitnehmen. Wahrscheinlich, weil ich mit drei Waffen voll bin, ne? Gucken. Jetzt habe ich hier getragene Waffen. Das Ding, das kaputte Teil. Und das stumpfe Schwert. Das würde bedeuten, ich könnte das stumpfe Schwert wahrscheinlich verkaufen. Schätze ich. Okay. So, da ist das stumpfe Schwert. Besitz, dann kann ich hier so machen, rüber, okay. Man könnte sagen, verkaufen, ne? Oh je, ist das, das ist aber mühsam. Das heißt, ich müsste dann immer wieder hochrennen und mir, das tue ich euch nicht an. Ich hole mir das andere Schwert noch, aber klarer Schnitt. Ja, jetzt bin ich ein bisschen im Dorf rumgelaufen, habe noch eine Hacke gefunden und die habe ich dann auch noch verkauft für 25 Yen. Irgendein Typ, der sagt, ich sollte immer Moche machen oder Mochi oder irgendwie sowas. Ich nehme an, kleine Kinder, weil er sagt, ich brauche dafür eine Gefährtin. Und kleine Kinder, die mir erzählt haben, ey, du, pass mal auf, aus einem Holzschwert, der wird nie ein richtiges Schwert, selbst wenn man das Holzschwert einpflanzt. Naja. Ja, wie ich dann gerade bei meinen Aufzeichnungen noch feststellen konnte, ist mir ganz am Anfang irgendwie so ein kleines Stück Film abhanden gekommen, nachdem ich hier beim ersten Durchlauf, wo ich gestorben bin, dann dieses Schloss da betrat oder das Gebiet. Aber an der Stelle habe ich dann ja mir gerade überlegt, beziehungsweise ist dann rückblickend, da werde ich dann mal einblenden, dass mir da was fehlt. Aber das soll ja jetzt hier das Filmchen nicht kaputt machen. So, das wäre also mein Bett. Sehr komfortabel. Jetzt muss ich mal sehen, wie sieht denn so ein Schwertschrank aus? Oh. Mhm. Da ist ein Schwert drin. Wenn ich das richtig sehe. Würde ich das jetzt so zu getragenen Waffen verschieben oder? Muss ich mal gucken. Nee. Interessiert mich das noch, wenn ich da was rein, also sortieren, wenn ich da was einsortieren möchte. Nee, ich könnte das Schwert sortieren, wenn also drin wäre. Ich hoffe jetzt mal, dass ich das andere nicht weggeworfen habe. Zwei so Seiten hat das. Was bringt es mir denn? Wie kann ich das denn in den Schwertschrank einsortieren? Ausrüsten, wegwerfen, Fähigkeiten. Was kann ich denn damit machen? Kann ich ja nicht wegwerfen. Mit dieser Waffe ausrüsten, in den Schwertschrank stellen. Das kann ich ja machen. Angriff, Verteidigung, ist das Ding ja auch nicht so schlecht. Haltbarkeit hat es nur zwei. Ich stelle das auch mal weg, ist egal. Dann gucken wir mal, ob die Sachen auftauchen. Da sind sie. Aber wo ist das eine Ding geblieben, was vorhin verschwunden ist? Wahrscheinlich habe ich es kaputt gemacht. Ich Dussel oder... Naja, da bin ich noch nicht so ganz im Reinen mit dem Spielchen, glaube ich. Da werden mir auch noch ein paar andere Sachen kaputt gehen. Oder verschwinden. Abstellkammer, was ist das denn hier? Okay, da könnte ich dann im Grunde... Ah, meine Yen. Gucken. Könnte ich die alle da reinpacken. Ich gehe mal davon aus, und das muss man aber austesten, wenn ich nochmal sterbe, dass eventuell das Geld erhalten bleibt, wenn ich das hier irgendwo unter Ersparnisse packe. Und genauso
dass mir die Waffen erhalten bleiben, sobald das irgendwie hier in so einer Kiste oder Teilekiste ist oder sowas. Vermute ich jetzt mal. Mist, ich hätte gerne das andere Schwert gehabt. Kann es jetzt nicht ändern. Steht da auch nicht irgendwo an der Wand. Nee. Gut, gehen wir mal raus. Hier vorne soll irgendwo ein Ereignis sein. Die Figuren werden übrigens inflationär recycelt. Das ist das dritte Mal, dass ich diese Figur hier treffe. Die Dorfälteste, okay. Ich verdiene es nicht, alt genannt zu werden, oder? Die Leute wissen nicht, was Jugend bedeutet. Hey, was redest du da? Niemand in diesem Dorf hat das Talent, meine Arbeit zu übernehmen. Du arbeitest heute nicht, oder? Warum arbeitest du nicht für mich? Puh, sag ich mal, okay, ich brauche ja Geld. Ich stecke wirklich in Schwierigkeiten. Es scheint, ich hätte meine Lieblingsunterwäsche verloren. Okay. Die ich immer auf meinen Spaziergängen mitnehme. Es muss irgendwo in Kushihagahara passiert sein. Kannst du sie für mich suchen? Ja, ja. Wie schön, beeile dich bitte. Wenn du meine Unterwäsche findest, bekommst du eine Belohnung. Ich will nicht wissen, was die Belohnung ist. Start. Okay. Wo ist denn dieses Kushihagahara? Bin ich da irgendwie drin? Ach da, in der Mitte ist das. Das heißt, ich muss den Ortsausgang finden oder den Ausgang dahin. Und dann kann ich da die Unterwäsche suchen. Welch ein Spaß. Gucke ich mir aber vorher nochmal den oberen Laden an. Dann werde ich mal sehen, wo ich hier einen Ausgang finde. Welch ein beschauliches Dörfchen. Finde ich hier noch eine Hacke zum Verkaufen? Nee. Feuerstelle, die sind so unglaublich gut eingerichtet. Ich denke, da kann man schon sehen, dass das von den Konsolen, von der Herkunft alles passt. Dass es dann eben auch schon älter ist. Also da ist der Laden jetzt oben oder unten? Mache ich den jetzt? Jetzt renne ich runter. Ein Laden unter der Erde? Ja. Oh. Da hätte ich doch bestimmt meine Waffe reparieren lassen können, oder? Mal gucken. Ups. Tut mir leid, ich renne immer vor die Leute. Ich hoffe, du kommst regelmäßig vorbei. Was kann ich für dich tun? Ich würde mir gerne ein paar Schwerter ansehen. Was ist denn Begutachtung? Du besitzt keine Schwester, die begutachtet werden können. Eigene Waffe erschaffen. Klingenauswahl, Stichblattauswahl. Du besitzt keine Klingenteile. Okay, also wenn ich das irgendwie alles so sammle. Ah, einen Griff habe ich. Selbstverständlicher Griff. Scheint aber nicht so die dollen Werte zu haben. Zum Richtschwert. Ah, super, gehörte das. Ja. Schwert upgraden, wie geht das? Gewöhnliches Schwert ist ausgewählt, bist du sicher? Dich wirklich. Wie würdest du das gerne. Boah, was kostet denn das? Angriff stärken? Ja, so viel Geld habe ich aber. Habe ich doch vorhin weggebracht. Okay, ich sehe schon, ich muss erst reich werden, damit hier überhaupt was geht. Ich würde aber gerne das mit den Werkzeugen nochmal angucken. Wofür ist das? Vielleicht kann man ja selber was reparieren. Kaufen. Was haben wir denn da? Schwertpulver. Aus einem Schleifstein gemacht. Ein Muss für die Wartung eines jeden Schwertes erhöht den Angriff um 5 und die Qualität um 1. Boah, das kostet alles so viel. Brauche ich gar nicht. Ich armes Schwein, ich. 125 Yen. Reicht ja nicht mehr für einen Reis. Oh, Backe, ey. Komm, hüpfen wir hier runter, ne? Wo habe ich denn vorhin den Ausgang gesehen? Da unten. Oder da oben. Links oder rechts. Oben, unten. Ich nehme mal den oben.
Weil wenn das Dorf, wo ich hin will, in der Mitte liegt, oder die Gegend, könnte das hier passen. Stadt Umiki. Das ist doch viel zu weit, ne? Nee, da will ich nicht hin. Nehme ich doch den anderen Ausgang. Ja, was habe ich bis jetzt zu dem Spiel zu sagen? Ich glaube, da kann man unglaublich viel Zeit versenken. So sieht das aus. Weil das eben auch gar nicht so wirklich schnell ist. Mich doch immer wieder dazu zwingt, mich mit Kleinigkeiten zu beschäftigen. Und irgendein Schnetzelspiel ist das nicht, sondern mehr so eine Art, das ist ja richtig, mehr so eine Art, weiß ich gar nicht, Lebenssimulator. Ich hätte vielleicht mal, wie bin ich denn hingekommen? Aus welcher Richtung? Ich gehe nochmal abspeichern. Weil so langsam traue ich der Sache nämlich nicht mehr. Ja. Aber das kann ich ja eben kurz in Ruhe machen. Ja, schwuppdiwupp bin ich nach dem Speichern zurück. Und das da oben scheint die Uhrzeit zu sein. Also so 19 Uhr haben wir gerade. Jetzt nicht bei mir, sondern im Spiel, ne? Ist klar. Darum ist es hier wohl auch schon irgendwie dunkel. Oh, hier sieht es blutig aus. Frage ich mich gerade, ist das eigentlich das Gebiet, wo das Schlachtfeld am Anfang war? Ja klar, das ist das Gebiet, wo das Schlachtfeld war. Jetzt kann ich wieder da oben hochrennen, wo ich fast erst lang gerannt wäre. Und dann müsste da eine Schlüsselperson sein. Vielleicht kann ich mir sagen, wo die Unterwäsche ist. Jetzt frage ich mich natürlich, warum die alte Frau ihre Unterwäsche auf dem Schlachtfeld verliert. Was ist das denn? Hi? Hochstapler. Wofür bist du denn den langen Weg hierher gekommen? Das hier ist kein Ort für jemanden wie dich. Haha, endlich habe ich dich gefunden, Überlebender. Nein! Ah, Hilfe! Sehr cool. Komischer Humor hier in den Spielen. Nachts sieht das irgendwie alles wieder anders aus. Jetzt muss ich nach rechts. So. Oh, wer ist das? Hallo, Frau? Hast du die Unterwäsche? Komm her. Lauf nicht weg. Hast du die Unterwäsche gemopst? Hey. Will ich was fragen, habe ich gesagt. Die läuft weg. Ich kann die nicht ansprechen. Hallo. Hallo. Ist er noch nicht durchsucht worden? Hallo? Giftigen Pilz erhalten. Das ist eine Leichenflatterin. Du bist im Weg. Ich kann ihn nicht ansprechen. Guck an. Konnte also auch ins Wasser rennen. Ich kann hier tatsächlich die Leichen durchsuchen. Kann ich das Pferd auch durchsuchen? Nee. Was ist das? Oh Backe, der sieht aber groß aus. Ganz schön krass, was? Der Geruch von Verwesung sticht in die Nase. Vor dem Krieg war das hier ein schönes Fleckchen, ja. Nicht nur Dinge, er zerstört sie auch, aber richtig, das macht Krieg. Aber der sieht irgendwie angesoffen aus. Ach, dieses Schwertchen kann ich gleich mitnehmen. Ich kriege aber hier nichts. Gehe ich schon unter die Leichenschänder für einen alten Rettich. Giftigen Pilz, warum haben die alle giftige Pilze dabei? Oder diese Rettichknollen. Schon irritiert, über so ein mitbringen soll auf dem Schlachtfeld. So. Wo ist die Unterwäsche?
getrockneter Fisch. Ah, der war gut, den kann ich essen. Hier noch was? Den Speer kann ich mitnehmen. Einstecken und verkaufen oder was auch immer. Und hier war doch mein Weg, ne? Jetzt ist unten links in der Leiste auch irgendwie, habe ich da so die Sachen, die ich essen kann. Das heißt, kann ich mir jetzt zwei giftige Pilze reinhauen, wenn mir danach ist. Schlüsselfigur war hier nicht lang. Müsste ich hier ja links um die Ecke, ne? Da. Ein Überleben. Ach, der ist das schon wieder. Ich kann ja nicht sagen, ob dein Überleben ein Glück für dich ist oder doch nicht doch ein Unglück. Jene, die dem Tod entfliehen, tragen oft eine größere Bürde. Was wirst du in Amana mit dem Leben anfangen, das dir geschenkt wurde? Ich will herausfinden, nicht herauszufinden, aber herausfinden, warum ich verschont wurde. Ich verstehe, ich hoffe, du findest, wonach du suchst. Ja, ich auch. Also den Grund für dein Leben als Samurai. Ich bin Shinosuke Umemiya, oh Gott, und diene dem Hause Fujimori von Amana. Vielleicht sehen wir uns wieder, wenn uns das Schicksal die Gelegenheit hat. Na, okay, ich habe das ja mitbekommen. Wenn ich zu dir latsche, bin ich ja irgendwie tot. So. Wo soll ich denn jetzt die Unterwäsche auftreiben? Vielleicht da oben in der Ecke? In diesem kleinen Zipfel rechts? Man sieht es ja in der Nacht eh nicht so doll. So, lauf Forrest Gump. Könnte das hier was mit ihrer Unterwäsche zu tun haben? Wahrscheinlich nicht. Ja, kein blassen Schimmer. Jetzt haben wir hier schon 23 Uhr irgendwas da oben. Und ich weiß immer noch nicht, wo die Unterwäsche dieser Frau sein soll. Ich renne hier noch ein bisschen rum und dann schalte ich mich nochmal kurz, klinge ich mich nochmal kurz hier ein. Also, auf der Suche nach der Unterwäsche. So, ich habe es gefunden. Hab gar nicht so lange gesucht. Es sollte ja in einem Kleiderbündel sein. Nur, ich wusste ja nicht, wie ein Kleiderbündel aussieht. Das heißt, jetzt auf der Karte kann man mal gucken. Bin ich hier unten in der Ecke und da liegt dieses grüne Ding auf dem Boden. Und das ist dann das Wäschepaket, wenn ich da hingehe. Heißt das dann, na, hat er mir doch gerade den Namen angezeigt. Jetzt macht das wieder nicht. Doch, zack. Jetzt habe ich das. Die Unterwäsche erhalten. Jetzt interessiert mich, wie kann man denn Schnellreise machen? Jetzt. Ah ja, wenn ich mit dem... Ah ja, okay, dann würde ich jetzt sagen, dann reise ich einfach mal schnell darüber. Willst du, geh zu Fuß. Hä? Was heißt denn, geh zu Fuß, bis du deinen Auftrag erfüllt hast? Das heißt, solange ich Aufträge mache, kann ich anscheinend nicht schnell reisen. Macht das Sinn? Nee, ne? Gerade bei den Aufträgen wäre es doch gut, wenn ich irgendwie schnell reisen könnte. Was will der Vogel von mir? Ach, Vogel. Kannst mich mal. Das mit dem Schnellreisen, nee. Ja, aber zum Glück sind diese ganzen Gebiete, muss man sagen, nicht wirklich ewig groß. Jetzt frage ich mich, ob die alte Dame mitten in der Nacht noch am Fluss steht und auf ihre Unterwäsche wartet. Jo, die hat natürlich nichts Besseres zu tun. 1.20 Uhr. Wo ist meine Unterwäsche? So. 200 Yen, okay. Und einen kleinen Erfolg freigeschaltet. Möchtest du, dass ich dir einen Kuss gebe?
Du hast einen Blick in das Furoshiki geworfen, nicht wahr? Ui, das ist mir aber peinlich. Wer weiß, was da für Unterwäsche drin war. Das war's dann. So. Jetzt interessiert mich, ob ich hier einen neuen Auftrag in dem Dorf habe. Wenn einer erledigt ist. Komisch. Jetzt wird Auftrag da immer noch angezeigt. Warum eigentlich? Verstehe ich nicht. Und wenn ich das richtig sehe, müsste ich doch dann schnell reisen können, wenn ich keinen Auftrag habe, ne? Hier vorne zeige ich nochmal ganz kurz den Speicherheini. Weil ich von dem ja mal geredet habe und das hat noch keiner gesehen. Was steht da denn? Eine Katze? Ui. Boing. Ist hier kaputt gegangen, die Katze. Hat die eine Bewandtnis? Hey, Katze. Ins Wasser kann ich sie nicht werfen. Nur kullern lassen. So, das ist ja einer von diesen Spielern, die man nicht umbringen darf. Diese Musiker. Da sage ich einfach, speichere einfach für mich. Sagt da, jo, mach ich. Klimpert ein bisschen rum und dann kommt hier Speichern. Jetzt kann ich den alten Spielstand überspeichern. Und ja. Dann würde ich mal ganz kurz ausprobieren, ob das Schnellreisen jetzt funktioniert. Gucken wir mal hier hin. Ja, da macht er das. Also, es erschließt sich mir nicht, warum Schnellreisen geht, wenn man keinen Auftrag hat. Und wenn man einen hat, dann geht's nicht. Macht. Gerade bei den Aufträgen wäre es doch toll, wenn man schnell reisen könnte. Gut, dann schaue ich mich noch ein bisschen um und dann muss ich auch mal gucken, wie weit die Zeit denn fortgeschritten ist. Dann bis gleich zum Abschluss. Ja, das Mütterchen hat einen nächsten Auftrag für uns. Also hier, das scheint immer so tageweise zu laufen, wenn ich das richtig sehe. Also an einem Tag wahrscheinlich nur ein Auftrag oder so. Ich mache mir Sorgen, ein paar Kinder aus dem Dorf, naja klar, sind von zu Hause weggerannt. Die drei Geschwister haben nichts als Unsinn im Kopf. Sie haben wahrscheinlich jemandem einem ihrer bösen Streiche gespielt und haben jetzt Angst vor der Strafe. Immer wenn sie weglaufen, rennen die drei Geschwister zum bewachten Tor. Aber dort ist es in letzter Zeit so gefährlich geworden. Ha, ich habe wirklich ein wenig Angst um sie. Könntest du mal nach ihnen suchen? Naja klar, das mache ich doch. Denen versohle ich den Hosenboden. Ich muss dir sicher nicht sagen, dass du aufpasst, dass ihnen kein Haar gekrümmt wird. Also dann viel Glück. Hihihihi. Drei Ausreißer. Start. So. Wohin? Bewachtes Tor. Au, Backe. Da hinten ist das. Wie komme ich denn da hin? Das ist ja. Wie komme ich denn zu Unterkünfte? Omiki hatte ich ja gefunden. Kuchi Dingsbums auch. Gott, wie kommt man denn da hin? Ob das ein Ausgang irgendwie nach da oben ist? An meinem Haus vorbei? Kannst du mal ausprobieren. Ganz klar ist mir das nicht, aber hier irgendwie so. Was ist das denn für eine Hütte? Kann man da hoch? Ne. Unterkünfte. Ah, okay. Dann gehe ich da doch mal lang. Ui. Wo bin ich denn hier gelandet? Unterkünfte von was? Schon wieder ein Shop. Puh, also man sieht schon, da ist doch noch eine ganze Menge drin und da kann man satt und, ja, ich hätte jetzt fast gesagt schmutzig, aber ziemlich viel entdecken. Rumrennen und auch wirklich mal schauen,
Ich nehme an, dass die Spielzeit sich alleine durch die ganzen Aufträge irgendwo hinzieht. Und wie man dabei jetzt levelt und dann hinterher irgendwie besser wird, weiß ich auch nicht. Und wo ich dann die besseren Waffen herkriege, wahrscheinlich nur über Geld. Und das wieder durch Aufträge. Irgendwie so. Ja, dann ist die runde Stunde jetzt damit auch fast schon wieder vorbei. Ich nehme an, ich habe das wirklich nur angekratzt, das hier. Und denke, hoffe, dass es auch wieder ein bisschen Spaß gemacht hat, auch wenn das ein älteres Spiel ist. Aber für alle, die vielleicht dann irgendwie sowas mal auf Japanisch spielen wollen, ist das vielleicht ganz lustig. Weil da gibt es ja auch immer nur ja, das Ganze ein bisschen eingeschränkter von der Auswahl. Und ja, dieses, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, Setting mit Samurais und so, das haben wir ja dann doch nicht so häufig wie irgendwelche anderen diversen Rollenspiele mit ja, Rittern, Drachen und Schlag mich tot. Dann würde ich sagen, gerne auch hier wieder einen Kommentar hinterlassen, ob ich dann ja, mehr oder weniger mal den richtigen Krams aussuche. Vielleicht, ob ich mal ein anderes Genre wieder machen soll und wie immer auch gerne weiterempfehlen an Leute, die es vielleicht nicht so mögen, dass derjenige, der hier redet, dauernd da reinschreit und reinbrüllt in so ein Mikro. Na, also, dann würde ich sagen, bis bald und ich hoffe, wir sehen uns hier wieder. Tschüss. Halt, stopp. Eins habe ich noch gefunden und zwar ein Ausrüstungshändler. Das ist vielleicht noch ganz interessant. Buddhistische Kette, 20 mehr HP, 100 mehr HP durch so einen Anhänger und so weiter und so weiter. Also auch da bietet das Spiel noch eine ganze Menge Möglichkeiten von Upgrades und Schnickschnack. So, jetzt war es das aber. Und jetzt endgültig. Tschüss.